Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Wir haben mal wieder ein kurzes Video zwischendurch, in dem ich euch nur zeigen will, was für Ideen man haben kann und wie man Dinge umsetzen kann. Und das Video heute könnte für dich interessant sein, wenn du als Familie unterwegs bist oder wenn ihr das Auto über verschiedene Generationen benutzt, weil wir hier einen Pössl Road Cruiser haben, einen 636er und den kombiniert mit einem Aufstelldach und wahnsinnig vielen coolen Optionen, dass der Wagen eigentlich nichts mehr mit der Standardoptik zu tun hat, wie er vorher aussah, zumindest von außen nicht. Und das zeige ich euch heute nämlich in diesem wunderschönen Pössl Road Cruiser mit Aufstelldach. Let's go! Erfahrungsgemäß, na, wir fangen anders an. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich finde es einfach spannend, was wir so an verschiedenen Varianten haben. Das ist jetzt ein Fahrzeug, das haben wir letzte Woche schon ausgeliefert. Das war aber alles kurz vor knapp und da haben wir einfach nicht mehr geschafft zu filmen. Jetzt haben wir den Wagen nochmal für zwei, drei Kleinigkeiten, die wir diese Woche noch ergänzt haben hier. Und deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch jetzt zumindest von außen nochmal, was ist und von innen so zwei, drei Eindrücke. Der Wagen ist schon halb eingerichtet, deswegen können wir da nur halb rein. Ich habe aber einen zweiten Road Cruiser da. Da gucken wir uns dann gleich die letzten Details an. Das, worauf ich euch einfach so ein bisschen stupsen will, ist, normalerweise, wenn wir so Familiengrundrisse haben, dann sagt man, wie bei unserem Tuben Vario, wir nehmen 6 Meter Heckschläfer oder ein besonders kurzes Auto. Aber warum nicht einfach mal ein bisschen out of the box denken und eine Nummer größer machen? Wir haben super wenige 636er mit Längsbetten, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, sobald ihr ein Aufstelldach drauf habt und zu viert unterwegs seid oder, wenn du mal ganz kurz rumdrehst, so ein Tuben Vario wie unseren mit 6 Meter und festen GFK-Hochdach fährt, ist die Gewichtslinie gerissen. Dann werden die Autos aufgelastet, das heißt, wir haben 4,25 Tonnen und dann spielen auch 50 Kilo mehr oder weniger nach hinten raus einfach keine Rolle mehr. Und dann ist schon die Frage, warum gönnt man sich nicht eigentlich mehr Raum drin? Das ist zumindest was, was ich mich jetzt gerade gefragt habe, nachdem das Auto fertig ist. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist das so ein kleiner Gedankenanstoß, wenn ihr gerade in der Planung seid, was wollen wir fürs Modelljahr 25 haben? Wir als Familie nehmen wir jetzt 6 Meter, 6,36. Es gibt diese Variante auf jeden Fall als super coole Variante. Das ist das eine, weshalb ich euch das heute zeigen will. Das zweite ist, dass ich ehrlicherweise denke, wir haben selten so einen coolen 636er auf dem Hof gehabt. Wir haben ein neues Dekor von außen. Das ist natürlich in Absprache mit dem Kunden so entstanden. Aber ich finde, das ist einfach total cool. Wir machen ja viel dieses klassische, ich nenne es mal Van- oder Westfalia-Thema, wo eigentlich dieser Bereich hier von hier alles in so einer schwarzen Linie eingefasst ist. Das macht es dann etwas unauffälliger insgesamt. Aber ehrlicherweise, das ist eine geile Lösung, oder? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Lieber ein bisschen defensiveres Dekor oder lieber einfach auch mal was wagen. Die Sportarten, die man mag, mit drauf. Ein bisschen cooles, aufgebrochenes Design. Sind ein paar schöne Sachen, die mit dabei sind. Und das Zweite, wovon der Wagen natürlich von außen lebt, ist dieses klassische Schwarz-Grau-Konzept. Wir haben als Farbe Campo Volo Grau, was dem Auto super gut steht. Mit dem Maxi-Chassis, mit den Radlaufverbreiterungen und all solchen Dingen natürlich eine mega coole Optik. Das Ganze haben wir höher gelegt, vorne mit Komfortfedern von unserem Partner UAC, dass wir einfach die Höhe haben, weil serienmäßig, hier stehen jetzt viele höher gelegte Fahrzeuge, es deutlich niedriger wäre. Und hinten haben wir eine Zusatzluftfeder drin, über die wir gleich auch nochmal sprechen müssen, weil das eine neue Luftfeder mit einem neuen Bedienteil mit dabei ist. Und das, was wir tatsächlich, glaube ich, in noch keinem Video hatten, weil das eigentlich geplant ist, an unserem Auto zu zeigen, ich habe nämlich die gleichen Felgen drauf, sind einfach andere Felgen. Die Vorteile der 18 Zoll Felgen sind euch klar. Wir haben mehr Reifen, wir haben mehr Fahrkomfort durch breitere Auflagefläche, anderen Druck. Wir haben insgesamt einen größeren Reifen. Wir haben die AT-Bereifung, also mit einem richtig vernünftigen Profil. Da sieht man jetzt auch, dass der Wagen schon die ersten Einsätze am Wochenende gehabt hat. Und wir haben die neue Optik. Die Felge heißt Typ 44, ist auch von OAC. Und ist, haben wir irgendwo eine Delta-Felge stehen. Vom Design hat man als, ich muss kurz ausholen, als Delta die Classic B rausgebracht hat. Das ist, wir müssen, kannst du, wir blenden ein Bild ein. Auf dem, wir haben hinten einen Sprinter stehen, wo die drauf ist. Wir blenden euch jetzt ein Bild ein. Das ist die Classic B-Felge. Auch im Volksmund Telefonwählscheibe genannt. Weil man einfach diese Wählöcher hat. Die Älteren unter uns können sich vielleicht an alte Telefone noch erinnern, wo man so rumwählen konnte.
Da haben am Anfang alle gesagt, braucht man das wirklich? Wollen die Leute so ein roughes Design haben? Und die Classic B ist, glaube ich, eine der meistverkauften Felgen und vor allem im Verhältnis zu dem, was sie kostet, einfach super viel verkauft. Und da hat OAC gesagt, finden wir gut von der Idee. Wir wandeln das Thema ein bisschen ab. Wahrscheinlich wird man jetzt sagen, wir kopieren natürlich nichts, aber wir wandeln das Thema ein bisschen ab, machen auch so eine Felge, machen auch so einen Felgenanfahrring hier, wie das bei der Classic B mit drauf ist, so ein geschraubter Ring. Und haben einfach nochmal eine ganz andere Optik. Und so ist es für uns eine weitere Option, die mit am Markt da ist. Ich finde es spannend und ich finde, es steht diesem Auto auf jeden Fall gut. So, im Innenraum dieses Fahrzeugs beschränken wir uns darauf, euch die Sitzgruppe hier vorne zu zeigen. Wir gehen gleich rüber in einen anderen Road Cruiser mit einem anderen Holz. Der ist nicht eingerichtet. Hier ist im hinteren Bereich schon eingerichtet und deswegen haben wir hier natürlich dann nur, um euch einmal zu zeigen, was hier vorne ist. Wir haben die Solz Decor Elegance, das ist in dem grauen Dekor mit den glänzend weißen Klappen. Wir haben die klassische Vierersitzgruppe hier vorne und der Vorteil eben, wenn ich nach hinten rauswachse, habe ich trotzdem ein riesengroßes Bett mit Einzelbetten hinten und vorne eine Sitzgruppe, in der man auch ernsthaft zu viert sitzen kann. Der Küchenblock, all solche Dinge sind ganz klassisch, wie ihr das bei Pössl kennt. Und dann haben wir in dem Wagen hier eben das Raumbad, also mit den beiden Lamellentüren. Und gerade in so einem vielleicht Mehrgenerationen-Nutzungskonzept ist das eine spannende Geschichte, die hier mit dabei ist. Um euch hier in dem Auto preislich kurz abzuholen, wir haben ein Fiat Ducato 180 PS Automatik All-In. All-In. 360 Grad Parkassistent, Rückfahrkamera, große Navigation, Abstandsregel, Tempomat. Das volle Programm, was ihr bei Fiat haben könnt, LED-Scheinwerfer, fast alles, was man für Pössl bestellen kann, Duo-Control, Rahmenfenster, zusätzliche Batterien, 7-Zonen-Kaltschaummatratze, also das, was ihr euch vorstellen könnt. Und dann haben wir hinten raus in der, sagen wir mal, Veredelung, zusätzliche Solaranlage hinten hinterm Dach. Das ist auch ein Vorteil der 636er. Wir müssen nicht aufs Aufstelldach, sondern haben hinter dem Aufstelldach noch ein bisschen Raum. Da ist eine fest installierte Solaranlage. Tragbare Solaranlage dazu, Anhängerkupplung dran, die Markise, die ihr draußen gesehen habt, Internetantenne, Sicherheitsschlösser, Absicherung, Felgen, Fahrwerk, Luftfahrwerk, all diese Sachen mit drin. Und da die Frage ja unausweichlich sowieso immer kommt, können wir sie auch gleich im Vorwege beantworten. Wenn ich das große Kreuz mache und das alles haben will, dann reden wir irgendwo von der Summe der Listenpreise über einen wahrscheinlich knapp sechsstelligen Bereich. Das ist bei uns aufgeteilt auf diverse kleinere Rechnungen, deswegen muss ich das einmal überschlagen. Aber so mit der Listenpreise des Fahrzeugs, so wie es hier steht, sind wir irgendwo bei knapp 90.000 Euro. Fahrwerk, Markise, all solche Dinge, da kommen auch nochmal gut 10.000 Euro zusammen. Also reden wir unterm Strich über gut 100.000 Euro, die hier stehen. Viel Geld, ist mir klar, aber am Ende eben auch super viel Ausstattung, die drin ist. Also, merkt euch einfach hier, wie das mit Elegance ist. Wir machen euch jetzt im nächsten Schritt einen kleinen Schwenk von dem Aufstelldach oben und dann gucken wir uns hier nochmal die Luftfeder an, weil das wirklich anders ist als in anderen Fahrzeugen und den Rest des Road Cruisers, damit ihr eine Idee habt, was quasi in die Richtung passiert, gucken wir dann in unserem eigenen Auto, wo wir keine Rücksicht auf Privatsphäre nehmen müssen. Luftfeder hier vorne. Wir haben eine klassische Zusatzluftfeder hinten drin, das heißt einfach zusätzliche Luftbälge hinten. Der Unterschied ist, dass wir sie mit einer digitalen Steuerung kombiniert haben. Und zwar, wenn ihr hier auf das Display guckt, kann man sich jetzt hier einfach vorne aussuchen. Wir haben eine Zweikreisluftfeder, das heißt, wir haben links und rechts. Und wenn ich hier auf den Knopf drücke, kann ich im Prinzip sagen, ich möchte beide oder den rechten oder den linken. Und wenn ich beide will, kann ich jetzt einfach sagen, da steht aktuell 1,6 Bar, muss man natürlich auch einstellen. So, kann ich beide auf 1,4. Zack, dann lässt er die Luft einfach definiert ab. Oder wenn er fertig ist, wieder zurück auf die Grundeinstellung, 1,6. Zack, geht der Kompressor an und hat das mit drin. Insgesamt halt einfach eine super coole Variante, weil man so einfach die Möglichkeit hat, das haben wir hier vor allem gemacht, weil wir eine elektrische Handbremse haben und es dafür kein passendes Bedienteil gibt, weil ja normalerweise die Zusatzluftfedern hier ihre Bedienteile haben. Da ist aber die elektrische Handbremse jetzt im Weg. Wir gönnen uns auch von dieser Seite, bevor wir rüberspringen in den anderen Wagen, nochmal den Blick jetzt mit dem runtergeklappten Dach.
Das, was ich eben meinte mit der Solaranlage, ist, habe ich einen 45er, geht das, hört das Auto ja ungefähr hier auf, geht das Dach wirklich bis ans Ende. Habe ich ein 6 Meter Auto, habe ich ein bisschen Raum obendrauf, aber nicht viel. Habe ich ein 636er, habe ich oben halt ein nennenswertes restliches Dach, sodass da oben quer eine Solaranlage mit 120 Watt gut passt. Wir haben noch Platz für eine Internetantenne mit DVB-T-Antenne und all solchem Zip und Zap. Insgesamt also eine coole Lösung und ich finde auch von dieser Seite dieses Drei-Streifen-Design, angelehnt an weiß ich gar nicht genau was, aber ich finde, es steht dem Auto wahnsinnig gut und die Kombination aus Höherlegung, großen Felgen, hellgrau, schwarz, auch wenn ihr euch den Kühlergrill hier vorne nochmal anguckt, ist einfach eine schlüssige, richtig schöne Variante. So, jetzt haben wir das gesehen, jetzt wissen wir, wie cool dieses Auto ist, haben wir das glücklicherweise nochmal zwischendurch geschafft. Jetzt springen wir nochmal rüber in unseren vorhandenen Road Cruiser. Der hat zwar kein Aufstelldach, da sehen wir aber zum einen, was Holzdekor Basic ist, zum anderen auch, wie die Nasszelle und die Bettaufteilung hinten ist, damit ihr wirklich wisst, ob das eure Variante sein könnte. So, und das wäre quasi die Alternative, wenn man sagt, ich möchte einen Road Cruiser haben, aber im Holzdekor Basic, dann sieht das Ganze so von innen aus. Dann haben wir das Holzdekor Kaiwa Apfel, ein alter Bekannter, den wir haben in der Pössl-Welt, gibt es schon länger. Und das Schöne an dem Road Cruiser ist ja das Raumbad hier. Ihr habt, ich ziehe das mal raus, dann könnt ihr einmal einen Blick nach links werfen. So habt ihr halt die Möglichkeit, richtig viel Beinfreiheit auf der Toilette zu haben. Ups, Entschuldigung, habe ich dich, geht das? Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr den Blick versperrt. Und ihr habt eben auch eine große Dusche. Und dadurch, dass die Nasszelle, wenn man sie nicht braucht, wenig Raum einnimmt, kann der Kühlschrank ein bisschen weiter in Gang rutschen. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, wenn ich den Slim Tower bestelle, hier einen großen Kühlschrank zu bestellen, der da ist. Bestelle ich den nicht, ist der Kühlschrank auf Augenhöhe, aber ein klassischer normaler Grundriss. Klassischer normaler Kühlschrank. Das, was wir hier hinten haben, ist, weil es eben 636er ist mit zwei Längsbetten und so habt ihr, und das ist in Familiengrundrissen echt total selten, im Prinzip die Möglichkeit, Längsbetten hinten, die man ja auch theoretisch sogar für drei Personen nutzen kann, wenn also mal es stürmisch und blödes Wetter ist, könnte man auch sagen, wenn wir zu viert unterwegs sind, einer schläft vorne in der Sitzgruppe, drei schlafen hier hinten, wenn mal so ein dänischer Sturm sagt, heute bitte kein Aufstelldach hochklappen. Oder, was vielleicht eine ganz absurde Idee wäre, das 636er Konzept, wir können bei den Pössl Summits einen fünften Sitzplatz bestellen. Da hättet ihr dann auch die Möglichkeit, hinten drei Kinder, oben im Dach zwei Erwachsene oder hier zwei, vorne in der Sitzgruppe einer und oben zwei. Dann könnte man aus so einem 636er, wenn ich eh auflaste, einen echten Fünf-Personen-Camper machen. Ich glaube aber, dass das größte Szenario einfach ist, dass man sagt, wir als Erwachsene möchten ein richtig großes Bett haben. Gleichzeitig möchte ich vielleicht im Sommer auch mal draußen schlafen können. Und was wir eben auch uns vorstellen können, ist, dass man das zum Beispiel als Mehrgenerationenfahrzeug benutzt und sagt, pass auf, wir als die Eltern haben unseren 636er mit Längsbetten. Ihr als unsere Kinder mit den eigenen Kindern dürft den aber gerne in den Ferien benutzen. Da wollen wir vielleicht sowieso nicht fahren. Und dann habt ihr hinten ein großes Bett und für die Kinder oder Enkelkinder habt ihr oben noch ein zusätzliches Bett. Und das, finde ich, macht so ein richtig cooles Multifunktionsfahrzeug aus dem Ganzen. Wir gehen noch mal raus, wir gucken noch einmal in den Heckstauraum. Dann haben wir hier den Rundumschlag sozusagen fertig. Dann können wir nämlich zum einen hier noch mal die Tür zumachen. Gehst du mal einen Schritt zurück, dass man das ganze Auto sehen kann. Wenn ihr euch einfach nur mal den Unterschied in der Gesamtoptik reinzieht, was man aus Autos machen kann. Nicht, dass das hässlich wäre, das ist ja ein schönes Auto auch, aber wenn ihr euch das, was wir eben gesehen habt, anguckt, klar, da steckt auch viel Geld in der Veredelung, so ist unsere Ausgangsbasis gewesen. Finde ich schon, Doppeldaumen hoch. Ich bin stolz auf das Ergebnis, was wir da drüben zusammengebaut haben. Und was bei 636 natürlich auch noch mit dazu kommt, einmal rumkommen bitte, ist, dass wir unterm Bett einfach natürlich auch noch mal mehr Stauraum haben. Dass so ein Auto dann eh aufgelastet werden muss, ist klar. 4,25 Tonnen ist dann so viel Zuladung, dass ihr wirklich gar keinen Stress habt damit. Und so passt auch alles an Sportequipment, Kinderspielzeug oder sonstigen Dingen da rein. Ja, vielleicht ist das in welcher Familienkonstellation auch immer für euch eine richtig schöne Lösung. Das ist auf jeden Fall ein Pössl Road Cruiser mit Aufstelldach oder ohne Aufstelldach. Ach so, und was ich noch gar nicht gesagt habe, das hier ist unser Vorführwagen der diesjährigen Saison. Der hat jetzt seine Aufgabe getan. Vielleicht ist das was für euch auch interessant sein könnte. Also, ich freue mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Video. Wir starten
jetzt gleich zur Pössl-Händler-Tagung, wo wir wahrscheinlich was filmen, was ihr schon letzte Woche gesehen habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute aus Stowe. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bis bald. Tschüss.